Guten Morgen. Sie hat einen neuen Fressplatz hier. Mit Spritzschutz. Ist doch altersgerecht für mich, weil ich muss mich nicht mehr so bücken. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wie immer der Weg zur Schule als erstes und dann, heute wird der Trödel abgeholt. Endlich ist der Trödel weg. Dass du so früh da bist. Ja, super. Meine Frau ist krank. Ich bin auch krank. Ich habe aber Gott sei Dank nicht so einen Husten wie sie offensichtlich. Und das hat durchschlafen bis jetzt. Hat sich nochmal hingelegt. Oh gut. Und ich warte darauf, dass der Trödel abgeholt wird. Mann ey. Jetzt ist es gleich 5 vor 11 und die sind immer noch nicht da. Zwischen 10 und 11 wollten sie kommen. Und ich stehe ja dann auch wirklich schon 5 vor 10, stehe ich ja dann schon da an der Tür und warte. Weil ich die empfangen will eigentlich. So, jetzt musste ich aber mal schnell aufs Töpfchen. Jetzt bin ich nicht da. Wahrscheinlich sind sie so eine Experten, die kommen genau 2 vor 11 und sagen dann, oh, Kinder da, was ist denn hier los? Oh, wir sind schon so früh. Aber Kinder da, gleich weitergefahren. Sofort mit quietschenden Reifen weiter. Hier. Das ist ja auch Arbeit, sind ja auch nur Arbeiter, die ihn abholen. Na, Sohn? Ja. Ganze Trödel ist gerade weg. Alles wieder frei. Platz. Alles wieder frei, alles wieder Platz. Und hat sie geklappt? Vielleicht noch am selben Tag eingebaut, alles fertig gemacht. Ja, ist doch gut, perfekt. Ich müsste es dann bloß halt, wenn ich ein bisschen gefahren bin, noch abzentrieren. Ja, es fehlen mir erstmal dafür 70 Euro. Okay. Für Reifung. Nicht mehr gucken, nicht mehr links, nicht mehr rechts. Einfach alles weg. Das ist auch mal so schön, so ein Befreiungsschlag. Jetzt muss ich weitermachen oben. Was machst du jetzt? Was? Ich wollte vorbeikommen, wird hier springen. Da brauchen wir noch eine kurze Quatschen. Ja? Kleine Frage. Ja? Planet Cards GmbH. Hochnetz 22. Das ist Blücherstraße, das ist ganz woanders. Oh. Blücherstraße. Nicht Bürgner. Bürgner, ja, das ist hier. Blücher, alles Blücher. Alle falsch, musst du gar nicht herbringen, siehst du? Ja, ich hab nur eine. Vor Bürgner. Oh, das ist ja. Dankeschön und schönen Tag. Ja, bitte. Bücherstadt. Das sind die Fachmitarbeiter der Deutschen Post. Und ja, ey. Die können sie nicht lesen, ja. Naja, was sollen sie machen? Das ist ja beim Einstellungstest. Also, ich weiß nicht, was die gemacht haben. So, Marlies. Ist erledigt, endlich. Ja, die haben nochmal. Was ist denn das für ein Gastinik? Hat das mal fünf Leute? Das weiß ich auch nicht. Das ist eine Kinderwerkstatt oder so. Ich kann ja auch nicht hier. Wieso? Und ich bin so ran, sagt so, hallo. Oh, mein Kisten abholen. Ich so, ja, ich weiß. Der Mann ist da. Ja? Ja, das ist doch nur um die Ecke von euch. Oh. Aber alle beschäftigt, ist der neue Trend, heute beschäftigt man so eine Leute. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Mit der Telefonate. Ja, das ist die fehlende Kommunikation bei den Leuten miteinander. Na, wie geht's, Leon? Hm. Hast du jetzt frei eigentlich? Hm. Ja? Hm. Hat am Anfang eigentlich ein recht gutes Gefühl gehabt, so, dass ich vielleicht doch gerade noch so das irgendwie vielleicht. Ja, dann warte doch erstmal ab. Ja, aber wie schon gesagt, das ist doch scheißegal, ist was die anderen haben. Das ist einfach klar. Vielleicht hat einer einen totalen Blackout gehabt und sagt bloß nichts oder sowas. Muss doch nicht mal du sein. Bisher war es aber immer ich. Ja, aber vielleicht jetzt mal nicht. Der von den zwei. Das war immer ich und Josef gewesen. Wir waren immer die zwei. Ich und Josef, mein Kollege.
Ja, jetzt gehen wir mal oben gucken, wie da oben aussieht. Oh, wer erinnert sich noch, wie es hier vorher aussah? Und wie sieht es jetzt aus? Fast glatt. Gut, jetzt müssen wir hier ein bisschen freiräumen. Haben wir schon gemacht. Da sehen die Kisten im Keller wieder. Weil hier alles eingestaubt ist. Das muss alles entstaubt werden. Das ist eine Arbeit. Das Feuer bei der Arbeit. Dran. Noch die Hälfte drin? Das Brennen ist gut für die Umwelt. Das hart zum Fahren? Ja. Allerdings ist der Fahrradladen nicht geöffnet. Ach, das ist bedauerlich. Mist. Ja. Na gut. Leider. Wir hätten nur das Fahrrad. Alle Fahrräder aufpumpen wollen, weil ich. Haben wir eine Pumpe hier vorne? Nicht hinkriege irgendwie. Ich habe dieses Mini-Teil da auf dem Bürgersteig. Da pumpen wird es schon hin. Ja, aber das ist ein grandioser Luxus. Dürft ihr euch hier, Jana? Achso, ich bin hier ist noch der Mist, sorry. Genau, wir sind gerade im Umbau, deswegen das ist ja nichts. Cool, kennt ihr die Kokosen? Kommst du zu uns, Tommy? Gut, ich gehe mal in meine Kammer schneiden.